Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile Anwendung von Immobilien-Scout24 vorstellen. Der Marktführer, die Nummer 1 rund um Mobilien, das ist so ein bisschen der Slogan. Und das kann man auf jeden Fall durchaus unterstützen. Die Funktion, die Hauptfunktion ist es natürlich, Immobilien zu finden in unterschiedlichen Kategorien. Gehen wir einfach mal auf Suche. Da gibt man oben erstmal ein, wo man was suchen möchte und in welchem Umkreis. Sagen wir mal 5 Kilometer und natürlich auch, was man suchen möchte. Hier kann man zum Beispiel suchen Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Häuser kaufen, Häuser mieten, Grundstücke kaufen, Grundstücke mieten, Wohnen auf Zeit, WGs sind mit dabei, aber zum Beispiel auch nur Garagen und Stellplätze mieten oder kaufen. Und im Bereich Gewerbe läuft das auch zum Beispiel über Büros, Einzelhandel, Hallenproduktion, Gastronomie, Hotels und. Ist auf jeden Fall einiges mit dabei. Wir lassen es erstmal bei den Mietwohnungen und hier kann man zum Beispiel den Preis einstellen. Ich hatte da mal gesucht, ab wann man circa was bekommt, aber sagen wir hier jetzt einfach mal egal. Zu den Zimmern kann man noch was einstellen, Fläche, Baujahr und weitere Merkmale. Das ist hier auch eine lange Liste. Also was man alles haben möchte, zum Beispiel ein Loft oder ein Dachgeschoss, das ist hier auf jeden Fall möglich. Ja, dann sagt man einfach mal, wir wollen die Ergebnisse uns mal anschauen. Und hier kann man die sich natürlich nach und nach anschauen. Die Seiten sind eigentlich immer ähnlich aufgebaut. Oben sind erstmal ein paar Bilder hier vertreten. Die werden angezeigt. Danach ein Titel natürlich. Man kann den Anbieter anrufen, eine Mail schreiben. Und hier stehen dann natürlich auch schon die Miete, kalt, die Wohnfläche und die Zimmer. In diesem Fall hier anderthalb. Und unten gibt es dann noch so einen Steckbrief und natürlich eine Objektbeschreibung von dem Vermieter. Und unten gibt es dann auch oft nochmal weitere Infos. Hier zum Beispiel das Ganze nochmal in der Karte angezeigt und Preis- und Lageinformationen, also wie viel Euro man dann letztendlich pro Quadratmeter bezahlt und ob das eher viel oder wenig für die jeweilige Region ist. Und ihr seht schon, hier ist es circa der Durchschnitt. Gehen wir nochmal hoch, man kann jetzt auch hier oben direkt aufs nächste rübergehen und dann nochmal aufs nächste und nochmal aufs nächste und findet dann halt hier immer wieder die neuen Sachen und Angebote. Das ist also von der Suchfunktion ziemlich gut. Das wird recht übersichtlich angezeigt und man kann das hier natürlich dann noch dementsprechend verfeinern, wenn man sagt, oh, man findet ja gar nichts, dann zeigt man lieber nur die vernünftigen Sachen, beispielsweise ab 600 Euro oder je nachdem wie das eigene Budget ist, eine Maximalgrenze würde ich auch empfehlen anzulegen und so findet man hier jetzt zum Beispiel auch weitere Wohnungen und kann sich die anschauen und so weiter. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel eine Wohnung zu finden, ist ja, wie gesagt, die größte Angebotsplattform im Internet und das ist natürlich ganz praktisch, denn hier hat man das größte Angebot, man kann also fast alles durchsuchen, 100% wird nie dabei sein, aber hier findet man auf jeden Fall am meisten. Von uns gibt es also eine Empfehlung, falls ihr gerade eine Wohnung sucht oder auch ein Haus kaufen wollt, im Gewerbe- oder Privatbereich, je nachdem. Das war's von uns aber, bis zum nächsten Mal, ciao.